Können wir mal bitte kurz über Ghostbusters Frozen Empire reden? Direkt zu Beginn, ich bin ein riesen Ghostbusters-Fan. Ich habe als Kind die Trickfilmserie geliebt. Ich hatte alle Spielzeuge. Teil 1 großartig, Teil 2. Bis heute habe ich Angst vor diesem Bösewicht in Teil 2. Können wir jetzt bitte das Bild wegmachen? Jetzt gibt es Teil 4. Der Teil davor, also Teil 3, hat was richtig, richtig Gutes in mir ausgelöst und Teil 4 hat das auch gemacht. Nur eben umgekehrt, weil ich fand ihn richtig langweilig. Aber erstmal, worum geht's? Die Ghostbusters sind wieder im Einsatz. Geil, die Ghostbusters sind wieder da. Ja, sie gehen auf Geisterjagd. Und wie in, komischerweise, ziemlich jedem solcher Filme, gibt es ein altes Artefakt und da ist ein Bösewicht drin eingesperrt. Und dieser Mega-Bösewicht will jetzt die ganze Welt in Eis versetzen. Fangen wir mit den guten Sachen an. Es sind die Ghostbusters. Ey Leute, ey, Geisterjäger mit Protonenstrahlern und so einem coolen Outfit und einem richtig coolen Logo auf dem Arm. Das ist doch geil. Paul Rudd. Ich bin Paul Rudd-Fan. Ich hab's, glaube ich, schon einige Male gesagt. Und Paul Rudd als Ghostbuster ist halt auch geil. Außerdem gibt's in dem Film einige Momente, wo man als Fan der ersten Teile sagt, ach, wie schön, ich erinnere mich daran. Ja, aber das war's auch. Also, was hat mir nicht so gut gefallen? Es gibt eine Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einem Geist. Aus dem Nichts. Also, genauso wie der Geist aufgetaucht ist. Die ersten 70 Minuten sind wirklich, wirklich sehr zäh und langweilig. Es passiert einfach nicht viel. Hat da jemand viel gesagt? Viel haben wir nämlich eine Sache. Viele neue Rollen. So viele Charaktere, dass die einem total egal sind, weil man mit keinem Charakter auch nur eine Minute überhaupt emotional mitgeht. Außer mit einer Rolle. Mit Phoebe. Das liegt aber auch nur daran, weil der ganze Film eigentlich um sie geht. Die letzten 20 Minuten fand ich echt unterhaltsam. Die Ghostbusters sind im Einsatz, der Bösewicht sieht wirklich gut aus und ich finde auch, durch den Bösewicht und wie er dargestellt wird, hat man teilweise auch so ansatzweise gruselige Momente. Und jetzt kommt das Absurde. Obwohl der Film sehr zäh ist, habe ich am Ende gedacht, geil, ich will noch einen Teil. Weil eben das Ende wieder irgendwie auf die Nostalgie der alten Filme anspielt und man denkt, ey, Ghostbusters sind geil, macht mal noch einen Film. Dann aber bitte mit einem besseren Drehbuch und einer spannenderen Inszenierung. Und eine Bitte habe ich noch, unbedingt weiterhin mit der alten Besetzung. So, wie viele Filme gebe ich dem Wie viele Punkte gebe ich dem Film? 4 Punkte. 4 von 10 Punkten. Bin ein bisschen enttäuscht.